Hallo, liebe Zuschauer von Stadt-TV und herzlich willkommen zum Stadtmagazin. Das gibt's jetzt immer montags mit informativen Berichten über das, was in den letzten Tagen in unserer Stadt los war. In unserer ersten Sendung haben wir heute folgende Themen für Sie: 500 Jahre Gold- und Silberschmiedeinnung, Dürens erstes Fahrradparkhaus ist eröffnet, Begegnung und Kennenlernen, Ramadanabend in der Innenstadt und Mundartfestival im Willy-Brandt-Park. Der Beruf des Goldschmiedes zählt zu den ältesten Metallhandwerken der Welt. Die Gold- und Silberschmiedeinnung Aachen wird in diesem Jahr 500 Jahre alt. In der Sparkasse Düren wurde vergangene Woche dieses Jubiläum gefeiert, verbunden mit einer Ausstellung, die noch bis zum 10. September zu sehen sein wird. Goldschmiedebetriebe präsentieren derzeit in der Sparkasse Düren ihre neuesten Arbeiten. Anlass ist das 500-jährige Bestehen der Gold- und Silberschmiedeinnung Aachen. Das Jubiläum steht unter der Überschrift »Gemeinsam glänzen«. 500 Jahre Gold- und Silberschmiedeinnung Aachen, ist es vielleicht gar die älteste Innung hier in Deutschland? Nein, wir sind leider nicht die älteste Innung in Deutschland. Es gibt in Braunschweig, Magdeburg und Nürnberg und Augsburg wohl noch ältere Goldschmiedeinnungen. Aber für den Handwerkskammerbezirk Aachen können wir sagen, dass wir die älteste Innung sind. Und Sie blicken auf jeden Fall auch auf eine lange Tradition zurück. Ja, es sind 500 Jahre, in denen also viel passiert ist, nicht nur im Handwerk, sondern einfach auch in der Welt. Und vieles ist nicht mehr vergleichbar mit dem, was im 16. Jahrhundert war. Aber wir arbeiten halt noch relativ traditionell. Und deswegen ist einiges eben noch erhalten geblieben. Und jetzt die Ausstellung hier in der Sparkasse Düren. Hat es vielleicht auch einen kleinen Sicherheitsaspekt? Fühlen Sie sich hier mit Ihren Ausstellungsstücken einfach sicherer? Also die Sicherheit war sicherlich kein ausschlaggebendes Argument. Es war eines von vielen. Aber wir haben die Kreissparkasse Heinsberg, die Sparkasse Düren und die Stadtsparkasse Aachen gewinnen können für diese Wanderausstellung. Und damit haben wir einen sehr guten Kooperationspartner gefunden, der eben auch einer großen Menschenmenge die Möglichkeit bietet, diese Sachen zu sehen während der normalen Geschäftszeiten. Und natürlich, wir haben ein sicheres Drumherum und brauchen uns da also wenig Sorgen zu machen. Tausende von Reisenden und Berufspendlern frequentieren täglich unseren Bahnhof. Für die Radler unter ihnen gibt es jetzt eine geschlossene und bewachte Abstellmöglichkeit für ihr Zweirad. Nach einjähriger Bauzeit ist das erste Dürener Fahrradparkhaus fertiggestellt worden. Noch sind sie leer. Die Fahrradständer im neuen Fahrradparkhaus, das am Wochenende am Dürener Bahnhof eröffnet wurde. Endlich ist es soweit, Herr Bölke. Düren hat das erste Parkhaus für Fahrräder. Wie viele Plätze gibt es denn hier? Wir haben 360 Stellplätze für die Fahrräder zum Abstellen. Und die kann man ja nicht einfach nur abstellen, sondern es gibt auch noch einen Service hier im Haus. Ja, wir bieten Reparaturservice für die Fahrräder während der Abstellzeit. Das heißt, wenn ein Fahrrad beschädigt hierher gebracht wird und der Kunde mit dem Zug in der Zeit unterwegs ist, wird das Fahrrad für ihn hier repariert. Und eine Zubehörstelle haben Sie auch, wo man alle möglichen Sachen kaufen kann. Ja, wie Sie sehen, haben wir hier sämtliches Zubehör rund ums Fahrrad im Angebot, zuzüglich noch den speziellen Ersatzteilen auch für alle Arten von Fahrrädern. Schön, also ich bin sicher, dass die Dürener das mit Sicherheit sehr gut annehmen werden. Ja, ich denke mal und ich hoffe, dass es getan wird. Wir haben alles dafür getan, jetzt ist es an den Seiten der Radfahrer was zu tun. Die Stahl-Glas-Konstruktion bietet viel Platz für Fahrräder, die in zwei Etagen diebstahlsicher abgestellt werden können. 1 Euro kostet das am Tag und das Sicherheitsgefühl gibt's gratis obendrauf. Wir verstehen es als Botschaft an die Dürener Bevölkerung, das Ende des Fastenmonats Ramadan gemeinsam zu feiern, sagte der Vorsitzende des Dürener Islamforums und die Einladung wurde gerne angenommen. Im Schatten der Annakirche fand am vergangenen Samstag zum ersten Mal der Ramadanabend statt. Die muslimische Fastenzeit ist zu Ende und das wurde dieses Mal in der Öffentlichkeit groß gefeiert.
Dr. Halabi, es ist das erste Mal, dass das Ende des Ramadan so groß und offiziell hier in Düren gefeiert wird. Und Sie haben ja wirklich viele Leute eingeladen, auch aus Politik. Warum wählen Sie diesen offiziellen öffentlichen Weg? Zum ersten Mal haben wir diese Veranstaltung hier in der Stadt organisiert. Und wir möchten eigentlich alle Menschen, nicht nur die Politik, ansprechen. Wir möchten direkt zu Menschen kommen und mit Menschen sprechen. Deswegen für uns ist es eine große Gelegenheit, dass die Muslime mit der Mehrheitsgesellschaft direkt in Gespräch und kennenlernen zu können. Und es gibt ja auch Rückmeldungen von anderen kirchlichen Institutionen, die Sie natürlich auch eingeladen haben. Ich meine, von Anfang haben wir diese Veranstaltung mit dem anderen, unter anderem auch die Kirchen, geplant und durchgeführt. Und die Kirchen und die anderen gesellschaftlichen Institutionen waren immer dabei und sie haben uns materiell und immateriell sehr gut geholfen und unterstützen. Gerade bei der ersten Erfahrung braucht man die Hilfe und die Unterstützung von den anderen. Und hätten Sie mit so einer positiven und so einer großen Resonanz gerechnet? Was wir in den letzten Jahren hier Islamforum geleistet haben, wir nicht anders erwartet. Wir haben immer versucht, das wirklich die Menschen anzusprechen, wo wirklich Probleme oder Missverständnis gewesen oder auch positiv zu kommen. Und von dieser Seite haben wir nicht anders erwartet. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Freuen wir uns sehr. Begegnung und Kennenlernen am Ramadanabend als Zeichen von Vertrauen und guter Zusammenarbeit zwischen den Religionen und Organisationen. Das könnte durchaus Tradition in Düren werden. Eine weitere Einladung an die Dürener wurde ebenfalls gerne angenommen. Mundartfestival im Willy-Brandt-Park. Und wir haben mal ein paar Gespräche am Rande geführt. Und mein Brütchen, du doch für Knurz sehen, das war so ein Lottefrau. Und das vermisse ich schwer, ich weiß es ganz genau, bin der Windener in Kölzau. Was haben denn die Ritter mit Mundart zu tun? Ich glaube, ich habe ihn sprachlos gemacht. Mund voll. Und dann Mundart. Ja, eintönig irgendwie. Ich glaube, die sprechen ihre eigene Sprache. Die kann nicht jeder verstehen. Die steht aus vorwiegend Lauten. Nein? Ein Schluck jetzt mal. Schneidet das raus. Also, ich frage nochmal, was haben die Ritter mit Mundart zu tun? Naja, Mundart gab es ja wahrscheinlich früher auch schon. Ne? Verschiedene Dialekte von verschiedenen Volksstämmen. Und wenn man heutzutage so das Alt- und Mittelhochdeutsche hört, das käme uns wahrscheinlich auch wie Mundart vor. Und kannst du das so, Mundart sprechen, so alte Mundart? Nein. Also wer das richtig können will, muss wahrscheinlich ein paar Semester Germanistik studiert haben oder richtig tief in der Materie drin sein. Wir machen das Ganze hier als Hobby, aus Spaß und Freude. Und unser Motto ist eigentlich, alles kann, nichts muss. Und wer genauer hinschaut, erkennt wahrscheinlich auch kleinere Lücken in der Authentizität. Aber das ist uns egal. Wir machen es, wie gesagt, aus Spaß und Freude und nicht, weil wir irgendwelche Indizes verfolgen oder sonst irgendjemandem oder irgendetwas nacheifern wollen. Aber ein Satz in Dürener Platt geht. Ja, aber das ist ein Satz in Dürener Platt. Ich bin ja nur ein Dürener Jung, beziehungsweise so im Kreis Düren aus der Efel. Und Plattkalle kann ich. Und deswegen bin ich auch hier um Mundartfestival. Das klang ja schon mal gut, danke. Ja. Wisst ihr, das Dürener Platt, das kann ich nicht. Und wisst ihr auch warum? Ich bin nämlich eine Aale Düsseldorfer Jung. So sieht es aus. Ich glaube, das schneiden wir raus. Altbier macht blöd. Hallo, ich habe gehört, Sie sind einer der treuesten Fans der Schleswig. Das stimmt, ja. Was ist denn so Besonderes an denen? Ich glaube einfach die Kombination Musik und Dürener Texte, weil es hat ja was Heimatbezogenes, wenn man die Lieder kennt. Es hat ja immer einen Bezug zu dieser Stadt. Und ich finde auch gut, dass sie eben in Mundart singen und nicht in Hochdeutsch, weil auch das gehört zu Düren. Egal, was man beruflich macht, egal wie hoch man gekommen ist oder wie niedrig man ist, Dürener Platt gehört dazu. Das heißt, Sie sind auch Dürener und eng mit der Stadt verwurzelt? Ja, bin zwar
Kreuzauer, aber in Düren zur Schule gegangen, arbeite seit 40 Jahren hier, dann gehört man auch zu Düren hier. Dankeschön. Ja. Ja, Adi, hast du dich eigentlich inspirieren lassen von unserem Video, was wir damals gemacht haben? Das haben wir ja auch hier unter den Platanen gemacht. Das Mundartfestival ist jetzt auch hier unter den Platanen. Richtig, aber unter viel schöneren Umständen, denn die Temperaturen sind so, dass ich hier im T-Shirt stehen kann. Unsere Aufnahmen haben wir damals, glaube ich, im März gemacht. Und das war schon happig, als er mich da so säckenass gemacht hat bei diesen Temperaturen bis auf die Unterwäsche im März. Ne? Also, das war toll, aber nicht nochmal. Okay, es ist ein bisschen wärmer. Wie findest du denn dein Mundartfestival? Es läuft eigentlich ganz gut, oder? Aber das ist nicht mein Mundartfestival, das ist unser Mundartfestival. Es läuft ganz gut, wir sind zufrieden. Der gestrige Abend war klasse, eigentlich der beste Freitag bislang. Der Park ist jetzt voll. Ihr seid da, es läuft prima. Einen ausführlichen Bericht über Kingside Stick, den Stargast des diesjährigen Mundartfestivals, sehen Sie morgen im Tagesthema. Ein neues Stadtmagazin sehen Sie wieder nächsten Montag, natürlich bei Stadt TV Düren, dem Internetfernsehsender für Düren und die Region.